Moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Jan und mein Amateurfunkrufzeichen ist Delta Oscar 1 Juliet Papa Lima. In dem heutigen Video zeige ich euch, wo und wie ihr eine sogenannte Rufzeichenabfrage bei der Bundesnetzagentur machen könnt. Und zwar bietet die Bundesnetzagentur auf ihrer Homepage die Möglichkeit, eine Rufzeichenabfrage zu machen. Das ist gerade für Prüflinge sehr interessant, weil ihr über diesen Weg herausfinden könnt, welche Rufzeichen bereits vergeben sind und welche nicht. Hier seht ihr die Webseite, über die die Abfrage möglich ist. Den Link findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Ihr habt hier die Möglichkeit, direkt ein vollständiges Amateurfunkrufzeichen einzugeben und so den Inhaber des Amateurfunkrufzeichens zu ermitteln. Wenn ihr wissen wollt, ob ein Rufzeichen entsprechend vergeben ist, gebt ihr entweder das komplette Rufzeichen ein oder nur einen bestimmten Teil des Rufzeichens. Eine Stelle des Rufzeichens könnt ihr sozusagen als Platzhalter mit einem Sternchen versehen. Als Beispiel habe ich hier jetzt nun mal mein eigenes Rufzeichen eingegeben. Ihr seht hier meinen Namen, meine Adresse sowie den Betriebsstandort der Amateurfunkstation. Es besteht durchaus auch die Möglichkeit, dass ein Funkamateur der Veröffentlichung seiner Daten widersprochen hat, dann findet ihr hier lediglich den Vor- und Nachnamen des Rufzeicheninhabers. Anstelle der 1 habe ich nun einmal ein Sternchen eingegeben. Ihr seht hier eine Auflistung der bereits vergebenen Amateurfunkrufzeichen mit dem Delta-Oscar-Präfix und dem Suffix Juliet Papa Lima. Und insgesamt sind bisher 3 Rufzeichen mit dem Suffix Juliet Papa Lima vergeben. Wie hier gut zu erkennen ist, hat Delta Oscar 4 Juliet Papa Lima der Weitergabe seiner Daten widersprochen, sodass hier nur der Vorname und Nachname des Rufzeicheninhabers zu ermitteln ist. Dies ist aber für das Prüfen eines vergebenen Rufzeichens vollkommen ausreichend. Des Weiteren findet ihr rechts oben auf der Seite noch die Angabe der insgesamt zugeteilten Rufzeichen. In meinem Fall waren dies 69.822 Rufzeichen mit Stand zum 20.01.2024. Sollte das Rufzeichen eurer Wahl laut Rufzeichenabfrage nicht vergeben sein, kann es doch durchaus sein, dass das Rufzeichen noch einer gewissen Sperrfrist unterliegt. Es ist so, dass wenn ein Amateurfunk-Rufzeichen von dem jeweiligen Inhaber zurückgegeben wird, es mit einer Sperrzeit versehen wird. Es besteht aber durchaus auch die Möglichkeit, dass vor Ablauf der Sperrfrist das Rufzeichen neu vergeben wird. Die Eintragung eines neu zugeteilten Amateurfunk-Rufzeichens in die Rufzeichendatenbank der Bundesnetzagentur kann durchaus auch mal einige Tage in Anspruch nehmen, sodass es hier zu Differenzen kommen kann. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, falls ihr den noch nicht abonniert habt, aktiviert die Glocke und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal.